Ja, da kannst du noch mal putzen. Da oben ist noch ein bisschen Dreck. Und vielleicht kannst du dort links noch mal und dann noch mal rechts. Ja, dort oben, da ganz noch mal oben. Da ist richtig viel Dreck. Genau da. Ja. Würden Sie das nicht auch gerne manchmal jemanden haben, wo Sie einfach jemanden dirigieren können? Da soll er noch mal putzen, da noch mal. Und Sie selber machen sich die Hände nicht dreckig? Das wäre cool, oder? Das wäre der Traum jeder Hausfrau, jedes Hausmannes, Ja. der sagt, saubere Fenster müssen sein, um einfach auch mal zu sehen, was denn draußen noch so passiert. Weil einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang möchte man halt auch noch mal kriegen. Wir haben jetzt den Sklaven schlechthin, den besten Arbeiter der Welt. Das ist doch tatsächlich so. Der Ja. kostet Sie kein Geld, der arbeitet, wann Sie wollen, der hat keinen Urlaub, der macht nicht krank. Und Und er nölt auch nicht rum, ne, wenn er nölt nicht putzen rum. muss. Ja. Genau, wenn man dann sagt, du putzt mir jetzt das zum vierten Mal, dann ist es nicht so, ja. Nein, ganz im Gegenteil, dann sagt er, okay, und nochmal. Und hier hat ihn Anne schon in der Hand. Genau, das ist unsere intelligente Putzfee, unser Fensterputzroboter. Und glauben Sie mir, in dieser Preisklasse gibt es absolut kein vergleichbares Gerät. Denn der nimmt einfach jeden Dreck weg und dafür sorgen die kleinen Mikrofasertücher an der Unterseite. Und der große Vorteil hieran ist, dass man spart natürlich auch noch die lästigen Putzmittel. Die gehen ja auch nicht nur auf den Geldbeutel, sondern auch nicht gerade toll für die Umwelt. Lediglich bei richtig hartnäckigem Dreck kann man ein bisschen Wasser an die Mikrofasertücher machen und dann noch mal hinterher so ein bisschen trocken putzen. Man sieht es hier schön, der saugt sich fest. Ich sage immer wie eine Nacktschnecke, nur dass er keine Schleimspur hinterlässt. Ganz genau, die macht er nämlich weg. Ja. Und das Tolle ist, dass er mit Vakuum funktioniert. Das bedeutet also für Sie, Sie brauchen keinen zweiten Mann. Sie können an jeder Fensterstärke arbeiten, die Sie wollen, ab zweifach, dreifach, heute sogar schon teilweise vierfach Isolierverglasung, überhaupt kein Problem. Der saugt sich mit Vakuum an. Und diese ganzen magnetischen Teile, wo ich dann einen Kollegen draußen brauche, der den Magneten an die Scheibe hält und mich selber dann, der innen an der Scheibe steht, um das Gerät dann mit dem Magneten zu verbinden, das brauche ich gar nicht mehr. Ja. Das ist so praktisch wie einfach 0,25 Quadratmeter Glasfläche in der Minute. Genau, da brauchen Sie demjenigen auch nicht mehr sagen, Mensch, geht das nicht ein bisschen schneller? Ganz im Gegenteil, er ist ja schon relativ flink. 0,25 Quadratmeter pro Minute ist schon echt schnell. So, unser pfiffiger Reinigungsroboter hier, da können wir jetzt natürlich auch mal, Sie haben es jetzt gesehen im Zuspieler, wie das funktioniert. Wir wollen Ihnen das Ganze natürlich aber auch mal live vor Ort zeigen. So, da kommen Sie mal mit mir mit. Oder beziehungsweise ich lasse es mal den Kai machen. Jetzt habe ich mich schon so dran Ich bin gewöhnt. aber so alleine hier. Och, soll ich mitkommen? Oh ja, Na macht gut. viel mehr Spaß. Okay. Also, hier klassisches Fenster. Zweifach Isolierverglasung. Mache ich den Dreck, machst du den Dreck? Ja, Mach du. ich mache direkt, das mache ich So. gern. Und jetzt ganz klassisch eben, es hat geregnet. Geregnet. Weiches Wasser draußen, klar, trotzdem immer noch Schmierreste, wenn es trocken draußen war, auf der Scheibe. So sieht das dann aus und das ist pfui. Ja. Und außerdem der Riesenvorteil mit so einem Staubsaugerroboter, Sie machen Staubsauger? 5 Euro Fensterputzroboter, in die 5 Euro in die Staubsaugerkasse. Zuschauerbürgerkasse. Der macht dann sauber, wenn Sie es wollen, mal schnell zwischendrin. Was glauben Sie sich denn, was Sie für eine Zeit sparen mit so einem Fensterroboter? Vorteil natürlich, dranpacken, anschalten und Sie können dann tun, wie Ja. Sie gerade lustig sind. So, wir machen So. den mal an und dann gehen wir wieder rüber, weil der macht ja eh die Arbeit für Genau, uns. lass Ich man gehe einfach dann mal mal. putzen. Tschüss. So. Liebe Zuschauer, ein ganz wichtiger Hinweis. Sie sehen ja hier unten das Stromkabel. Also, aha, er funktioniert mit Strom. So viel steht schon mal fest. Jetzt hat er hier übrigens auch schön das Hindernis erkannt, ne? Bleibt er gleich Ja, stehen. ganz genau. So, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Sie haben mir das Stromkabel gerade schon gesehen. Jetzt ist es natürlich so, gesetzt der Fall, es sollte mal Stromausfall sein. Und Sie wohnen aber im 20. Stock. Das wäre natürlich ein bisschen schmerzhaft, wenn das da unten passant abbekommen würde. Deswegen liefern wir Ihnen auch noch ein Sicherungsseil mit. Also gesetzt der Fall, es ist wirklich mal Stromausfall, dann sind Sie da auf der sicheren Seite. Genau, außerdem diese Mikrofaserpads, die dabei sind, kommen in zwölffacher Ausführung zu Ihnen nach Hause. Das bedeutet also, wenn Sie mehr Fensterflächen haben, haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Mikrofasertücher dann zu wechseln, wenn sie dreckig sind. Und Sie schmeißen die einfach bei 40 Grad in die Waschmaschine und schon sind die wieder sauber. Genau. Und das Ganze funktioniert natürlich hier nicht nur für diese Fensterscheibe, wie wir es hier sehen. Das funktioniert auch für Dachfenster oder natürlich für Wohnzimmertische, die aus Glas sind.
Wintergarten- oder Terrassenfenster, Balkonfenster. Oder natürlich, viele Kunden haben uns auch geschrieben, das funktioniert genauso gut für die Badfliesen. Ne? Wir Frauen, wir stehen ja erstmal morgens auf, um uns erstmal eine Tonne Haarspray in die Haare zu kleistern. Das sieht man dann auch irgendwann an den Fliesen, wenn die nicht mehr glatt sind, sondern plötzlich matt. Da kann der Fensterputzroboter natürlich auch aushelfen. Oder sind schon 10 Euro drin. Oder natürlich auch in der Küche, wenn man da mal mit Fett kocht ein bisschen und das spritzt an die Fliesen. Oder natürlich auch die Duschkabine im Bad, das funktioniert ebenfalls. Ja, und das alles zu einem sensationell kleinen Preis. Diese normalen Fensterputzroboter, ich habe es richtig gesagt, die kosten ein Höllengeld. Und hier bieten wir zum ersten Mal für den Hausgebrauch, für den praktikablen Bereich, das heißt also für den privaten Bereich, einen kompletten Fensterputzroboter an, der Ihnen eben wirklich die Arbeit absolut abnimmt. Ja? Und das Schöne ist, Sie sehen es jetzt auch, der ist jetzt fertig, der hört jetzt auf zu putzen. Nach getaner Arbeit schaltet er sich automatisch aus. Genau, so ist es. Und hier sehen wir zum Beispiel auch mal in einer klassischen Duschwanne, die hier eben der Bursche auch putzt, wie schnell das geht und wie das auch funktioniert, dass immer eins von den beiden Rädern dreht und das andere sozusagen wartet, bis es seinen nächsten Job kriegt. Das ist also wirklich ganz toll gemacht, klein und handlich. Es sind knapp 4,50 Meter Sicherungsseil dabei. Das heißt, Sie können zum Beispiel auch gerne mal im 2-3-Parteienhaus die große Glasfront im Treppenhaus putzen. Eben, und nicht für umsonst sagt man ja auch, im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Oh ja. So natürlich auch beim Fensterputzen. Warum? Man krabbelt mal auf einer wackeligen Leiter herum und schon schwuppdiwupp mal nicht aufgepasst. Ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Auch das ist natürlich ab sofort Geschichte, die Leiter da rumkraxeln, sondern einfach unser Robo, der kann ja bis sonst wohin hochputzen. Der weiß dann schon, wo die Scheibe aufhört und endet und beginnt. Und deswegen ist das auch für mich ein super Sicherheitshinweis. Zum Beispiel vielleicht die Großeltern zu Hause, die dann auch mal so waghalsige Manöver starten und auf eine Leiter oder auf so einen wackeligen Hocker krabbeln. Auch da ist das natürlich eine schöne Möglichkeit, um zu sagen, du steigst mir nicht mehr auf die Leiter. Das macht der Wetterfrosch. Ja, und hier habe ich eben dann die Möglichkeit, gemütlichen Kaffee zu trinken, zu telefonieren, guck der ganzen Sache zu oder gehe eben aus dem Haus, um meine wichtigen Erledigungen zu machen, die ich normalerweise sonst an so einem Tag nicht schaffe, weil ich ja mit Fensterputzen beschäftigt bin. Ja, eben. Und das fällt alles weg, ab jetzt. Du glaub mir, hier werden die Nachbarn von Neid ablassen. Und ich denke, auch das ist die Zukunft, ne? Also blitzschnell und zuverlässig für einen streifenfreien Fensterglanz. Und wenn auch Sie streifenfreien Fensterglanz möchten, dann bestellen Sie die NC5649 und die 569. Was hier so aussieht, so ein bisschen wie Notenschlüssel, das ist dieses Sicherungsseil, was ich gerade erzählt hatte. Und wenn Sie jetzt in einem Glashaus wohnen sollten und sagen, mein Gott, 12 Mikrofaserpads, die reichen mir ja nie. Dann sollte man nicht mit Steinen schmeißen. Erstens das und zweitens wirklich dann auch sagen, ich benutze den Roboter ganz intensiv, dann geht überhaupt nichts kaputt. Ja. Und dafür haben wir dann nochmal im 10er-Pack für Sie extra die Mikrofaserbezüge. Ganz wichtig, wie gesagt, bei 40 Grad in der Maschine waschbar. Und Mikrofaser ist ja dadurch eben bekannt geworden, dass es ohne großartige Reinigungsmittel funktioniert. Riesenvorteil. Und dieses 10er-Pack-Set kommt dann eben auch noch zu Ihnen nach Hause unter der Bestellnummer NC5650 und der 569. Und da kriegen Sie dann eben 10 Original-Ersatzpads mit dazu. Die werden ganz einfach hier so rangeklickert oder beziehungsweise das ist ein Gummizug, da werden die einfach nur drüber gespannt. Und darunter kommen dann auch hier diese Ringe noch zum Einsatz. Mhm. Das sind die hier. Die kann man halt, hier ist ein schöner blauer Hintergrund, natürlich auch noch nachbestellen, weil die mit der Zeit werden die natürlich auch irgendwann mal zu Neige gehen. Das sind Ersatzreinigungsringe für den Robo. Im Zweierset kommen die zu Ihnen nach Hause mit der Bestellnummer NC5651 und die 569. So, und wenn Sie jetzt sagen, bestellen Sie doch einfach. Machen Sie es doch einfach so, hören Sie endlich mal auf, sich dem Risiko auszusetzen, Ihren Wintergarten mit irgendeiner lüntrigen Leiter zu putzen. Ständig nicht zu wissen, muss ich jetzt noch mal mit einer alten Zeitung nach? Habe ich schon wieder 3 Liter Glasreiniger platt gemacht? Oder machen Sie es zum Beispiel dann auch vielleicht noch mit Spiritus und einem alten Fensterleder? Ja, mein Gott, die Zeiten sind heute anders, liebe Zuschauer. Ganz ehrlich, wer sich heute nicht mehr so fit fühlt, der lässt doch putzen. Ja, eben. Und wir haben damit sogar einen richtigen Hype ausgelöst. Selbst Galileo hat darüber berichtet. Ich habe den Beitrag zwar nicht gesehen, aber er wurde aufgezeichnet auf jeden Fall. Er war hochinteressant. Deswegen rufen Sie jetzt ganz schnell an. 0180 51 51 und 3x2. Jetzt war ich schon wieder einen Schritt weiter und wollte die Bestellnummer noch nennen. Naja, ist auch egal. Bestellen Sie sich unsere intelligente Putzfee und lassen Sie ab sofort reinigen. Ist doch viel bequemer, oder? Ja.
Sehen wir auch so.